Ja, servus, ich bin's, der Edmund, bei Stoiber LP, live aus San Marino. Kleiner Scherz am Rande, tusen Tag und grüezi miteinander. Hier nicht bei Stoiber LP, sondern beim Bundesbeißler. Und wir sind mal wieder zurück mit Grand Prix 2. Jawohl, es hat auch ewig gedauert, hat auch bestimmte Gründe gehabt und egal, wir sind wieder zurück und das heißt, mit wir bin nicht nur ich dabei, sondern auch der gute Valvorik. Servus und hallo. Ja, Valvorik, lange ist her mit Grand Prix 2. Ja, hat lange gedauert. Auch der Edmund, wie wir gerade gehört haben, wartet schon drauf, dass er wieder was sieht. 1,5 Monate hat es jetzt gedauert, dass wir zurück sind und sind schon ein bisschen eingerostet. Ich hoffe, ihr seht uns das nach. Ja. Da kennen wir ja auch, da haben wir ja auch einen Let's Player letztens mal kennengelernt, der nur gerostet ist, das Spiel überhaupt nicht verstanden hat. Der Ossi. Das, jetzt gehen wir mehr ins Wort. Ja, herzlich willkommen, wir sind hier bei Grand Prix 2. Da gibt's nur offenes Training und beenden. Da gibt's keine, ne? Aber offene Training braucht kein Mensch. Wir gehen ins Freitagsqualifying, weil Rorik ist schon drin, glaube ich. Ja, ich fahre schon meine schnellste Runde gerade. Schauen wir mal, was wir diesmal zusammenbringen. Ihr müsst es mir auch nachsehen. Mein Computer macht im Moment gerade Spacken. Es könnte ein bisschen lecken, das möchte ich schon mal vorweg ahnen. Hab da schon alles rumprobiert, da haben wir schon eine Stunde vorher probiert, aber irgendwie geht es noch nicht richtig. Aber jetzt sind wir wenigstens rennbereit und ich gehe einfach jetzt mal aus der Box. Auf meinem Kanal seht ihr die Grand Prix 2 Lap Edition. Das heißt, ihr seht oben links dann meine Bestzeit und die im Vergleich zur bisher besten Zeit. Das wollte ich eigentlich auch machen, nur bei mir hat die Grand Prix 2 Lap so nicht ganz funktioniert. Das war die Grand Prix 2 Lap bei dir. Grand Prix 2 Lap, der Fail. Keine die hat sehr geleckt. Keine Streckennamen und hat geleckt und das Bild war auch übergroß von den Dinger. Es leckt auch hier gerade, aber es ist ertragbar. Und ich habe die Bremshilfe mal rausgemacht, das haben sich ja viele gewünscht. Auch damit man schnellere Zeiten fährt. Gut, wenn es leckt, fährt man auch nicht schnellere Zeiten. In der Hochgeschwindigkeitskurve fahre ich ganz langsam. Am ESO stimmt vorbei. Die kannst du Vollgas nehmen noch. Ja, tue ich auch. Der Computer nimmt sie nicht so ganz Vollgas. Das Gute ist, dass du siehst auf der Seite immer, in wie vielen Metern die Kurve kommt. Anhand den Schildern und dann einfach bremsen. Oh, die habe ich jetzt zum ersten Mal angebremst bekommen. Also ich habe zum ersten Mal die Bremshilfe raus und schon segel man eben aus. Fühle mich so ein bisschen gerade wie beim Damn Hospital mit dem Kenny. Also wenn der Kenny so erzählt bei euch, das leckt immer, so fühle ich mich gerade auch. Oh, da schmeiße ich das Auto weg. Das müsst ihr mir nachsehen. Irgendwie hat mein Computer im Moment keine Lust, ja. Ich glaube, die Bremshilfe wird gleich wieder angeschaltet werden. Dann sehen wir uns gegenüber vom Renault und vom Alfa Romeo Schriftzug. Irgendwie das mit der Bremshilfe, das glaubt, da muss ich noch ein paar Rennen so fahren, um das zu können. Ja, wir haben jetzt 1,5 Monate keine Testfahrten gehabt. Schwarze Flagge, hui! Jetzt schauen wir uns nochmal an, wie der Beißler über die Schikane krumpelt ist. Die Wiederholung ist auch sehr schnell. Da hinten ist ein Benetton. Das war der Bergmann, wo ich da eingebremst habe. Ah, Rad wegflogen! Geht schon wieder los. Das müssen wir uns nochmal angucken. Also da ist offensichtlich ein Rad hier, der Bergmann nicht. Oh, ich bin zu schnell drüber, da fliegt das Rad einfach weg. Also dass der Ferrari nicht besonders stabil ist, haben wir ja seit dem AIDA Grand Prix gesehen. Gut, da hat der Teamkollege auch dran glauben müssen. Mit Kuh geht's wieder zurück in Box. Ja, die Runde ist kaputt, der Reifen. Ich glaube, die Bremshilfe muss ich drin lassen. Okay. Weil ich habe mich gleich in dieser, das war doch diese Aqua Minerale Schikane, wo so geschlängelt war noch damals. Boah, 1,2 besser, ja. Jetzt muss ich's durchbringen. Das wird eine gute Runde. Wir haben es ja damals auch umgebaut, diese Schikane, wegen Senna-Tod.
Die Strecke hat eine Riesenhistorie. Stimmt. Auch eine brasilianische Historie. Gefällt mir aber sehr gut, die Strecke. Also abgesehen von dem, was passiert ist, fuck off, ey. Nein, so eine gute Zeit und dann holt mich der an die Box. Shit. Nein. Hast du nicht auf Enter gedrückt? Nein, ich hab's vergessen. Oh, mein Mut. Peinlich. 1,2 Sekunden besser. Was ich sagen wollte, die Strecke hatte echt eine, hat mir super gefallen. Abgesehen ja. von dem, was passiert ist, aber schade, dass die da nicht mehr fahren. Gut, das hätte auch auf einer anderen Strecke passieren können. Oder in Hockenheim passieren können, sowas. Mhm. Oder in Manicur oder in oder Silverstone, wo sich Schumacher den Fuß gebrochen hat. Ja, eben, also da gab es ja schon alles. Also phasenweise fällt mir auf, dann läuft es flüssig an manche Stelle raus runter. Passiert das, wenn andere Autos in der Nähe sind? Nee, ja, selbst dann geht's. Ich glaube, das ist nur ja, jetzt der Bergauf wieder nicht. Aber das ist nicht komplett durchgehend. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Es könnte vielleicht noch am Virusscanner liegen. Weil der hat eine neue Version gemacht, aber das kann ja nicht wahr sein, dass der Virusscanner das alles einbremst, also wirklich. Aber es wäre eine Idee, den vielleicht nachher mal auch noch auszuschalten, mal gucken, was er macht. Vielleicht hattest du wirklich mehr FPS eingestellt damals. Ich habe jetzt 120, hätte ich zwei, vielleicht habe ich 200 reingemacht, ja, das könnte auch sein, das würde ich mir zutrauen. Aber bei manchen Spielen, die nicht Let's Playbar sind, dann nützt er 200 nix. Und das größere Bild, das hat er auch gut verkraftet. Naja, gut, jetzt zum Ende der Runde geht's ganz schnell. Fast schon zu schnell. Also ich habe die Bremshilfe wieder drin, liebe Leute, weil das ging jetzt gerade eben gar nicht in dieser lächerlichen Runde. Aber das Rad ist schon mal weggeflogen. Yay! Ja, der Beißler ist halt wieder vor dem Element und jetzt geht sie wirklich Highspeed, die Kurve, und jetzt muss es richten. Wir haben ja gesehen, in den ersten zwei Rennen, die Valvorik hat sie auch schon gesehen, die waren ja nicht so toll vom Beißler. Drei, wir hatten ja eins sogar zweimal. Ah, jetzt kommt so ein blöder Footwork mir in den Weg. Pacific? Nee, nicht Pacific. Simtek, genau, so heißen die. Sind Konkurs gegangen. Ah, gerade jetzt. Letzte Kurve und der blöde Simtek. Das ist auch anders, wer die Strecke noch kennt, wo bis zuletzt dies wurde alles mal umgebaut. Der hat mir die Runde total verhagelt, der blöde Simtek. Diesmal war es nicht der Martin Brundle. Nein. Der kommt bei der nächsten Crash-WM dran. Und der Irvine. Und der Irvine. Der Schumacher, der Barrichello, wir haben immer noch 0 Punkte, ich weiß nicht warum. Das muss am Team liegen. Benetton war nix, Jordan nix, ja, probieren wir mal den Fahren. Ja, ihr seht, wir sind ja schon wieder voll dabei, müssen uns auch ein bisschen erst ans Spiel, also ich muss erst wieder ins Spiel rein, obwohl ich finde gut ins Spiel rein, der Computer findet nicht so ganz rein mit der FPS. Ich, also nicht wundern, es kann sein, dass bei euch oben im Bild so eine FPS in der Gegend rumwackelt. Also in der Testaufnahme war das bis jetzt immer so. Aber wenn ich das wegmache, dann habe ich nicht, da weiß ich nicht, nimmt er noch hoch oder nicht. Oh, ganz langsame Einfahrt in die letzte Runde. Mal gucken, wo wir hier landen. 1:31.878 macht Platz 14. Ohne Fahrhilfe wäre 1:27.4 zum Beispiel, habe ich. Ja, aber das haben wir ja gerade gesehen in der ersten Runde, wo die Fahrhilfe endet. Die eine Schikane, zack, fliegt Rad ab. Es ist auch eine 1,26 möglich, aber dann darf kein blöder Simtek davor kurven. Ja, heute müssen wir uns wieder mal mit dem letzten Platz begnügen. Das ist ja auch eine Strecke, da geht es sehr schnell in der Tosa-Schikane, wo wir jetzt so langsam hingondeln werden. Da kann es ganz schnell passieren, dass man da einen runter crasht. Gelbe Flaggen schon wieder beendet, okay. Es kann auch passieren, also nicht, dass ihr euch wundert, dass ich manchmal so Aussetzer habe beim Reden, dass wenn die FPS so rumwackelt, kann es manchmal geben, dass der Aussetzer hat. Klingst aber ganz flüssig bei mir.
Also wenn ich bei meinem Kanal nicht flüssig klinge, dann schaut's beim Balvorik, wenn er das wie sie wollen hat. Genau. Lasst das nebenbei laufen. Ja, schaut Stereo. Das mache ich bei Dingsbums, bei Team Hospital, wenn ich mir die Kenny-Version anschaue, lasse ich beide nebenbei laufen und gucke immer also links und rechts bei den Kanälen. Das folge kurz der Krankenhaus von Balvorik. Ja, ich hoffe nicht, dass es dann nachher bei Grand Prix World und so auch noch so heraus. Ne, bei Grand Prix World ist eigentlich immer 30 FPS da. Kann man hochstellen, wie man will, aber halt immer bei 30. Das ist so eins der Spiele, wo wirklich dann immer Standard bleibe. Wenn nur alle Spiele so laufen würden. Mhm. Aber das ist genauso wie wenn ich mir einen Computer wünschen würde, wo alle Spiele aus aller Epoche drauf laufen würden. Ich glaube, da kann ich auch lang drauf warten. Gibt's da schon wieder der Simtek, der mir die letzte Kurve verhagelt? Jetzt reicht's aber bald, ey. Fahr auf die Seite, Penner. Ja, ab. Da sind Leitplanken in Imola, da kann ich ihn hinschicken. Brabham, Wichser. Gibt's auch nicht mehr. 1,26,3 und da geht noch mehr, also 1,25 sollte ich hinkriegen. Wäre super. Gut, das würde ich nicht schaffen, weil erstens es leckt und zweitens auch das... Die Fahrhilfe. Genau. Ich glaube, das Lecken könnte auch Zeit kosten, natürlich. Obwohl, das ist ja für alle Autos... Nee, hab sogar wieder verloren. Ich glaube, ich gehe mal... Nee, Lecken ist ja nur für dein Auto, also... NPCs sind davon nicht beeindruckt. Okay. Du gehst an die Box. Ja. Wie viele Minuten hast du noch? Weil bei mir ist das Qualifying gerade vorüber. 8 Minuten habe ich noch. Oh, okay. Gut. Ich werde da richtig durchgereicht. Der Bergmann hat 1,29,535 gefahren, der Rocky. Mhm. Also der Rocky Bergmann, wenn der in Wirklichkeit im richtigen Leben Rennfahrer gemacht hätte, also mit dem Namen, da wäre der in den USA in der Indycar-Serie Rocky Bergman. Das wäre der absolute Kracher dort, glaube ich. The Rock. Ich würde mal sagen, der Rocky, ich kenne ihn ja auch gut, wenn der Rennfahrer geworden wäre, der wäre vielleicht sogar besser wie der Hülkenberg, der Bergmann. Da ist der Dings ganz begeistert, der Kenny, oder? Bei eurem Let's Play. Das stimmt, ja. Der wäre, wenn der wirklich Rennfahrer wäre, wäre der besser wie der Hülkenberg. Behaupte ich mal. Kann natürlich sein, dass er auch so schlecht wäre wie der Heidfeld. Der Bundesbeißler hat das gerade ganz schlecht getimt bei mir. Warum? Ist auf Platz 27 und gerade wo das Qualifying zu Ende ist, fährt er raus und möchte noch eine Zeit fahren, aber es geht sich leider nicht mehr aus. Das passt zum Tag heute. So, da, servus und hallo, also zurück zum Qualifying, Part 2. Für euch war es nur ein Katzensprung, für mich waren es 10 Minuten. Und wir starten immer wieder. Immer dieser Beißler, wenn er im Kommentarmod ist, gell? Kommt man nicht zu reden. Wie schaut es mit deinem Topspeed jetzt aus, jetzt wo du die Flügeleinstellungen runtergesetzt hast? Oh Mist, ich hätte mich ins Fahrzeug gesetzt, aber es leckt gerade wieder. Habe ich noch gar nicht geschaut. Wo sehe ich denn das mit dem Topspeed? Einfach auf der langen Start- und Zielgeraden, wie viel du erreichst. Ja, ich schaue mal gerade, wenn ich das hier sehen kann. So, noch heißt es Startdaten aufzeichnen. Ja, dann starten sie mal ein bisschen schneller. So, was haben wir hier? 298, 300, 304 hatte ich gerade, aber das ist noch nicht jetzt. Na, ich glaube 304 schon, ne, 306 jetzt sogar auf die okay. Tosa. Ja, dann. 306, ja. Was hast du? Rentiert sich's. Unter 300. 298 oder so. Dann würde ich ohne Fahrhilfe theoretisch normal eine bessere Zeit fahren, wenn ich besser um den Kurs käme. Ja, genau. Du musst halt dann in den Kurven schneller, stärker bremsen. Weil du einen flacheren Flügel hast. Ja, den habe ich gleich nicht mehr, weil das war der Reifen. Aber alles dran, die Fahrzeugzustandsanzeige.
Oh, das hat jetzt komisch ausgesehen. Aber es sind noch alle Räder dran, sonst wird es mir angezeigt. Die Zustandsanzeige. Auf so. Die muss man ja immer achten. Auch der Kenny. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ja, Kenny, merkt ihr das? Denn ich weiß, dass der Valvorik die Krise kriegt bei den Grand Prix World ohne die Zustandsanzeige. Da klopfe ich auf den Tisch. Aber liebe Grüße an der Stelle, Kenny. Von mir auch. Und auch den Dagome wollen wir mal kurz erwähnen. Servus, Dagome. Servus. Ach, jetzt verhagert mir schon wieder jemand die Runde. Das gibt's ja nicht. Na, hast du diesmal noch. Pazifik. Ah. Oh. Selbe Kandidate, oh. Oder? Immer die Hinterbänkler. Hat man Frontflügel gekostet, aber die Zeit war immerhin halbwegs gut. Na, immerhin halbwegs. Aber ich will auf jeden Fall noch unter 1,26 kommen, das ist noch mein Wunsch. Aber irgendwie gelingt es mir gerade überhaupt nicht, weil immer irgendein Idiot in der letzten Kurve vor mir hampelt. So, Arsch. Ja, Grand Prix 2 wäre eigentlich auch ein gutes Game, um ein Infovideo drin zu machen. Was ich ja auch noch machen werde demnächst. Mit DOSBox und sowas, ja. Der Valvorik hätte ja schon, der weiß ja schon, was kommen wird, zum größten Teil. Die neuen Projekte vom Beisler ganz streng geheim. Die muss erst die NSA durchleuchten, bevor sie dann. Ich wollte es gerade ansprechen, die NSA weiß es schon, wenn die bei unserem Skype-Call dabei war. Ja, bestimmt, ja. Die sind nicht nur Waren, die sind es bestimmt noch. Hallo, Grüße an der Stelle. Grüße. Yes, you can. Barack Obama. Ich auch soll reinmachen in das Fußballspiel, in das Autospiel. Der Baracken Obama, ja, ja. Oder Obama Racing. Obama Racing. Obama. Ja, den habe ich im Football Manager, habe ich ja im 2012, den habe ich ja lange gespielt, jetzt in der letzten paar Zeit, wo ich nichts machen konnte. Mit der Merkel Edition oder mit dem Osama? Nee, da habe ich ein Spiel und da habe ich mehrere Trainer reingemacht. Also ich spiele mehrere Vereine. Ich wechsle mal habe ich Leverkusen, mal habe ich Basel, mal habe ich Dortmund oder Freiburg, auch das ist ganz lustig. Und Nationalmannschaft habe ich Österreich, da ist der Edmund Stoiber der Trainer. Bist der Bundesstreich, wenn du Freiburg hast? Na, der Stoiber habe ich Österreich und Schweiz genommen als Nationalmannschaft und Österreich ist der Stoiber Trainer aktuell. Na, super. Oh, aber es ist gut gelaufen, die Qualifikation zur EM noch geschafft. Ganz knapp im Playoff noch gegen Schweden. Und in der Schweiz, da habe ich einen genialen Trainer für die Schweiz, der Barack Obama. Der ist der Schweiz-Trainer. Ich habe keinen besseren gefunden. Ich denke, der passt da wie kein zweiter rein, der Obama. Ja, wir können, oder? Und Freiburg trainiert der Schweizer. Ich habe den FC Luzern übernommen. Und jetzt kommt einer, das hätte Valvorik nicht gefallen. Bayer Leverkusen wird von Michael Schumacher trainiert. Ja, das wird ja immer sympathischer. Nicht nur Bayern, sondern auch Schumacher. Nicht der Schumacher Bayern, Bayer Leverkusen. In der Lederhose, okay. Ja gut, das hätte mich jetzt gewundert, wenn irgendjemand Bayern trainiert bei dir. Die magst du ja auch nicht. Da sind wir uns einig. Aber gar nicht, selbst wenn ich da ein Angebot bekäme. Ja, also die Zeit. Da sind wir uns einig. Bei der Zeit? Nein, bei Bayern. Bei Bayern sowieso. Ich glaube, da sind auch viele einig, die das Let's Play hier sehen werden, auch wenn es halt ruckelig rüberkommt. Ich kann, wie gesagt, nichts dafür. Heute scheint der PC nicht so recht zu wollen, wie ich will, aber das hält mich ja nicht auf. Aber gut, ich kenne auch einen Bayern-Fan, der spielt auch in der Beisler Edition mit. Der Schmutz. Und der Schmutz. Grüße an den Herr Schmutz an der Stelle. Das nächste Mal wird Dortmund die Bayern wegfegen im Rückspiel. So einfach ist es. Die Revanche kommt im Champions League Final. Nächste.
Aber ich glaube, es gibt viele, in Freiburg habe ich viele, wenn ich so zum Arzt gehe, was ja aktuell muss, dann treffe ich viele, die Dortmund sind. Und was ich lustig finde, wenn ich mal als Molle Döner hole, ja, die ganze Türke sind nur Dortmund. Ich habe noch nie einen türkischen Bayern-Fan kennengelernt. Die Türke alle, wenn deutsche Verein, Dortmund. Gündogan? Das Spiel, ja, Gündogan. Nui Sahin. Nui Sahin auch. Der bei Liverpool also, gespielt hat. Auch noch, ja, und Real Madrid. Immer noch Real Madrid gehört, aber Dortmund will ihn wieder kaufen jetzt. Real Madrid, das, was soll das? Da sitzt du schon auf der Bank. Die Bank ist so schon teuer genug. Gareth Bale übrigens. Was das für Leute sind. Gareth Bale sagte ja was. Ja, ja. Der Jona-Einkauf von Tottenham. Der von Real. Der ist auch meistens verletzt, der Gareth Bale. Mhm. Und ich habe im Sportbild mal gelesen, dass der auch was mit der Bandscheibe hat. Wo ich das gelesen habe, ich denke, das sind teure 100 Millionen Einkauf, wenn der danach. Wenn der immer auf der Bank sitzt. In Champions League hat er jetzt spielen dürfen, aber sonst sitzt er meistens auf der Bank in der Liga. Aber und ich glaube, genau da war auch nur, weil der Ronaldo verletzt war oder nicht mitgespielt hat. Und ist ein Bale reingenommen. Und wenn du dir Barcelona anguckst, letztes Spiel ohne Messi verlieren sie noch gegen Amsterdam. Ohne Messi ist zum Beispiel ein Verein wie Barcelona nichts wert. Mhm. Da ist dann Bayern schon etwas besser, weil die haben eine breitere Kader, natürlich zusammengekauft von anderen Vereinen, aber trotzdem. Die können einen Schweinsteiger ersetzen oder... jetzt muss ich an Box, weil ich keinen Sprit mehr habe. Ich habe jetzt hier mehrere Runden abgegondelt, während wir hier so talken. Wir talken hier schon über alles, wie bei Trackmania. Gefällt mir auch irgendwie, aber der Sprit war schon leer. Sonst wäre ich jetzt weiter und weitere Runde noch gefahren. Ich war gerade so drin im Fahrrhythmus. Alter, ich krieg's nicht zusammen, meine freie Runde zu kriegen, weil schon wieder ein Simtech vor mir sitzt. Alter Vater, hey, was geht mit den Simtechs ab? Dieser Brabham, der wird der nächste in der Crash-WM. Der verhindert mir gerade alles. Jedes Mal Brabham, das dritte Mal in derselben Kurve, meine Fresse. Jetzt reicht's aber mal. 8 Runden ist, finde ich, nicht mehr so ganz gut. Ich nehme den, der nur 3 hat. Boah, ich gehe mal in die Fahrzeug-Setups, denn danach ruckelt es ja nicht mehr. David Brabham. Wichser. Dein Liebling. Aber ich kann nachfühlen, du hast ja das letzte Race On damals gesehen. Ich weiß ja, wie das da abgehen kann, wenn es nicht läuft. Das Rennen war aber auch scheiße, weißt du, bist da so gut dran, dann drehst du dich, dann bist du im Kiesbett, kommst nicht mehr raus und wirst nochmal getroffen. Na, das ist ja klar, dass du dann nicht mehr super toll drauf bist. Jeder, der sich das noch nicht angeguckt hat, guckt mal auf dem Beißler seinen Kanal, das Monza-Rennen. Das erste oder zweite? Das zweite. Ich kann auch das Brünn-Rennen sehr empfehlen, das zweite, als das Lenkrad aus der Veranderung geflogen ist. Nicht, dass er wieder dran schrauben musste. Auch in der letzten Runde. Es passiert in der letzten Runde. Ich weiß nicht, was ich da mache. So, jetzt gehe ich mal vielleicht nochmal ein bisschen ruf mit der Getriebeübersetzung. Aber ich glaube, viel mehr kriege ich nicht mehr rausgeholt wie die 305. Und der Flügel, den mache ich jetzt mal ganz weg. Also ganz niedrig auf 1. So, jetzt wird es gleich zu Ende sein. Sorry. Jetzt wird es gleich zu Ende sein. Schätze ich mal, ich glaube nicht, dass ich die Runde noch zu Ende fahren kann, aber toll wäre es schon. So, und ich bin auch wieder schnell ins Qualifying gerückt, damit es nicht so viel lang warten muss. Sprit habe ich gar keinen eingestellt. Boah, schon wieder so ein Fuck Simtech, meine Güte, ey, was ist mit denen? Wie viel gibt's von denen? Alter! Ja, jetzt kann ich's vergessen. Jetzt kann ich vergessen, diese Simtex sind halt tot. Ich weiß jetzt, wie deine nächste Folge heißen wird, glaube ich. Wie diese Part heißen wird. Oh das Gott. Qualifying von San Marino. Die verfluchten Simtex. Simtex Edition, ja. Ja, schade, so kriege ich keine Zeit unter 1,26 hin. Im ersten Qualifying hat man gesehen, dass ich da gut dabei gewesen wäre, aber ich krieg keine freie Runde zusammen. Leider nicht. Jetzt habe ich einen Topspeed von 313 Grad.
Ich habe am Setup nochmal Getriebeübersetzung umgestellt und den Flügel ganz niedrig. Jetzt kriege ich 313 drauf auf der Top-Spielsache. Mhm. Nur leider kann ich nicht ohne die Bremshilfe fahren, sonst wäre ich da top vorne dabei. Oh, da wird der Beißer noch lange Entwicklungsarbeit haben, bis er da mal um die Weltspitze mitfahren kann. Was der Bergmann oder so jemand sofort kann. Das Gute ist, dass Gournaud und Brabham auch ziemlich weit hinten sind. Von dem her passt das ja ganz gut. Ja, ich fühle mich so ein bisschen noch wie der Nick Heidfeld gerade. Geht nicht viel nach vorne. Jetzt haben wir jetzt so schlecht. Jetzt haben wir Heidfeld-Fans verärgert. So schlecht wie der Heidfeld. Jetzt habe ich Heidfeld-Fans geärgert, wenn es da überhaupt welche gibt von denen. Ja. Also die Fans wird er nicht haben, der Heidfeld. Eine aussterbende Spezies. Der fährt jetzt Langstrecke-WM für mit einem Lotus für ein Schweizer Team, das Rebellion-Team heißt es. Da scheint er ganz gut unterwegs zu sein. Naja, nicht jeder schafft es in der Formel 1. Ja, Schweizer kennen sich aus mit Langstrecken. Oder? Ja, jetzt geht auch lang. So, die Zeit war doch... Soll ich die Schweizer Fans auch noch verärgert? Das sind wir schon gewohnt. Ich meine, das müssen die Schweizer abhaben. Was glaubst du, was die über die Deutsche sagen die ganze Zeit? Ich möchte nicht wissen, was die über Deutsche denken. Denke auch nicht immer das Beste. Oder? Was über die Österreicher denke, weiß ich gar nicht, wie das Verhältnis ist, Schweiz-Österreich. Ob das eher normal ist oder auch eher so kritisch gesehen. Ja, die so sind doch immer neutral, die Schweizer. Ich habe da so ein Spiel, so ein lustiges, das heißt Supreme Rulers 2020. Das ist auch so ähnlich wie das DEFCON, wo wir nochmal gesprochen haben drüber. Da muss man auch mit Militärbase, habe ich mal Schweiz genommen und habe da einen Krieg angefangen mit Deutschland und Schweiz. Hab den ganzen Bodensee eingenommen und so und dann hatte ich keine Panzer mehr. Dann habe ich mir den Bodensee wieder weggenommen. Und da kannst du richtig auch so Scheiß machen. Ab und zu, ich finde es einfach lustig irgendwo. Also Let's Play würde ich es nicht, weil es ist auch auf Englisch. Ich habe das noch nicht so ganz verstanden, das Spiel. Weil das ist schwer, wenn du nicht so gut Englisch bist. Da musst du das erste Mal, was ist damit gemeint? Mhm. So das meiste verstehe ich schon, aber gibt es eine Sache, ja, was ist das jetzt und wo muss ich das und wie muss ich das bauen? So Fremdwörter, die man sonst eigentlich nicht verwendet. Ja, mein Englisch ist jetzt auch schon eingerostet. Ich müsste es auch irgendwann mal wieder ein bisschen aufbessern. Aber so gerade mit jemand, der nicht Deutsch ist, mit dem kann ich gerade noch reden. Also er versteht mich dann noch. Außer in Skandinavien, da brauche ich nicht unbedingt Englisch, weil da können die meisten sogar Deutsch. So Schweden, Dänemark und so. Mhm. Ich muss an die Box. Jedes Mal knall ich in die Boxen einfahren, dass da der Frontflügel noch dran ist. Ja, da freue ich mich schon aufs Rennen. Da hast du schon Erfahrung. Ja, wie sieht es bei dir aus? Bei mir ist jetzt eh gleich zu Ende und ich kann mich eh nicht mehr entscheiden, verbessern. Der Eichert hat keine Zeit gesetzt im zweiten Qualifying. Wenn der nicht rausfährt, dann ist er weg. Dann darf der nicht starten, der Eichert. Bei mir ist Qualifying auch vorbei. Eine 1:26.320. Boah, 1:30.909. Immer noch 15 auf der Patrick Lang ist jetzt vorletzter. Der Gilbert Grün ist übrigens auf der Pole. Was? Alter. Der Gilbert Grün. Was hat denn der geraucht? Ich weiß es nicht, aber war da nicht der Bergmann vorhin? Qualifikation vorüber. Na, bin ich mal gespannt, wo dort was dort der Rocky gemacht hat. Wie dort der Gilbert. Da lachen wir noch über ihn, gell? Und dann macht er Pol. Und dann lachen wir noch über den Gilbert, oder? Die ganze Zeit. Ja, so muss sein. Wie beim Kultrat damals in der Boxenmauer. Na gut, dann mache ich auch mal einen Cut und wir sehen uns gleich im Rennen wieder.